Markus, schön, bist du da. Chef von der Planning-Gruppe. Erzähl mal schnell, wer du bist und was Planning vor allem ist. Ja, also, mein Name ist Markus Oberst. Ich bin Vorsitzender von der Geschäftsleitung von der Planning Holding. Zu dieser Holding gehören vier Gesellschaften, vor allem Bereich Bau. Also wir haben Dagmar AG, ein reines Ingenieurbüro mit 40 Mitarbeitern in Dagmarsellen, im konventionellen Hoch- und Tiefbau daheim. Wir haben die Firma Ipsweco von Rotenburg, Bereich Umwelt, vor allem umweltgesetzeskonforme Baufragen, die sie klären, mit 10 Leuten. Und dann haben wir die Viaplan, das ist ein Verkehrsplanungsbüro mit Fokussierung auf Mobilitätsstrategien, Mobilitätsplanung mit 5 Leuten. Und dann gibt es noch so ein Anhängsel, ein Impamo AG, das aber nicht operativ am Markt tätig ist. Also auch überall sind wie viele Leute beschäftigen da? Ja, wir sind etwa 55 Leute. 55, alles, ja. Aber wie viele Standorte? An 3 Standorte. Ja, okay. Genau. Okay, und gestartet hast du mit wie viel? Ja, mit 22. Haben wir uns dort kennengelernt? Nein, 2010 haben wir angefangen mit 22 Leuten und ja. Wir sind dann 2012 am Ende, Anfang 2013 ja. Zusammengekommen. Ja. Ja, haben wir schon eine lange Geschichte hinter uns gehabt. Definitiv, ja. Genau. Weißt du noch, wie der Einstieg war miteinander, wie wir uns da getroffen haben? Ja, also wie wir getroffen haben, sind ja empfohlen worden. Mhm. Über bauneue Firmen, respektive Familienempfehlung. Mhm. Und so sind wir dann zusammengekommen, haben das ein bisschen angeschaut. Und so, glaube ich, das erste Highlight war, wo wir das Notizbuch verbrannt haben, oder? Das weiß ich noch, das war der beste Film, den wir je gemacht haben. Dort, genau, das ist so ein gutes Beispiel. Dort haben wir hast du irgendwie, ich weiß nicht genau, woher das kommt, das musst du noch erklären. Du hast so richtig den Drang, zum papierlos, digital und so weiter zu arbeiten. Und wir haben dann eine Challenge gemacht und gesagt, wenn wir dein Papierbuch wegbringen, oder, dann verbrennst du es dann, ist gut. Und dann hast du es gemacht und wir haben ein Video aufgenommen, das haben wir vor jahrelang als Beispielvideo gezeigt. Ja. Immer wieder. Und jetzt ist einfach die Qualität nicht mehr so gut, das ist schon so lange her. Aber kannst du mir erklären, wieso ist das so gewesen? Ich habe das von Anfang an gespürt bei dir. Was ist da der Treiber für dich? Ja, es gibt keinen eigentlichen Treiber. Ich glaube, das ist mein Naturell, einfach so ein bisschen das Gewunderungen und vorwärts zu gehen, mit der Technologie zu gehen. Und irgendwie nicht stehen zu bleiben. Mhm. Das ist ja nicht nur in der digitalen Welt, wo ich so bin, auch wenn neue Sachen auf dem Markt kommen. Es kutzelt mich einfach, das zu brauchen. Oder? Ja. Und das rauszuforschen und zu tüfteln. Oder? Das ist so ein bisschen mein Innere. Obwohl du ja Unternehmer bist, also du hast die Firma extrem entwickelt, oder, mit deinen Kollegen und Kolleginnen. Hast du noch Zeit für das? Ich sage immer, was ist die Definition Unternehmer? Ja. Also ich höre das so viel, du bist ein typischer Unternehmer oder Unternehmer wie du. Ich meine, ich kenne mich. Mhm. Ich schaue nicht viel links und rechts. Also, ich bin wie ich bin und versuche, meinem naturell die Firma voranzubringen. Oder? Mhm. Und für mich gibt es nicht Freizeit oder Geschäft. Es ist einfach Tage 24 Stunden und da arbeiten wir. Und wie gesagt, ich versuche nicht lange zu studieren. Ich bin eher der Macher und dann probierst du halt mal etwas, kaufst halt etwas im Internet, probierst es und wenn es nicht geht, ja, no, hast du etwas ins Angesetzt. Aber weiter schauen. Darum passen wir vielleicht so gut zusammen. Oder Mensch-Technologie, das ist etwas, was uns jetzt da eine Zeit lang begleitet. Oder? Wo du auch sehr, ich mag mich noch gut erinnern, am Anfang haben wir noch selber gemacht, haben wir noch so Coachings gemacht, magst du dich erinnern? Das ist vor x Jahren. Thema Assistenz und Meeting-Produktivität und so weiter. Das war stark, gell? Ja, das war eigentlich das erste Meeting, wo ich frisch eine Assistenz hatte. Oder mehr. Mhm. Ich bin ja nicht alleine in der Geschäftsführung, der Patrick Kaffertranger ist noch mit dabei. Und wir eine Assistenz bekommen, die uns unter die Arme gegriffen hat. Und mit ihr zusammen haben wir eigentlich dann die ersten Lenovo-Geräte, Helix 1 oder 2, zugetan und angefangen, mit diesen Prozessen anzuschauen oder die Arbeitsmittel einzusetzen. Du bist immer sehr früh gewesen. Auch dort, oder die Geräte, die wir dort hatten, kann ich mich gut erinnern. Nicht überall Zweifel erhaben gewesen, oder? Das erste schon. Das erste schon, aber das zweite nicht mehr. Genau, Version 3 und 4 war noch der Kacke, gewesen, auf Deutsch gesagt. Und, ja. Aber ja. Ja, aber es ist lustig, du bist eigentlich oft der Erste, auch bei uns. Du bist ein Kunde, der immer gerne, oder wo wir immer gerne als erste Sache bringen oder unter den ersten Sachen bringen, weil du einfach auch empfänglich dafür bist und auch die nötige Experimentierfreudigkeit mitbringst, oder? Tut aber manchmal schon auch weh, oder? Wie siehst du das? Ja, auf der einen Seite tut es weh, auf der anderen Seite habe ich Freude, oder? Und ich sage, wir sind so aufgestellt, dass wir das eigentlich in der Geschäftsführung, was ja essentiell ist, dass wir oben anfangen mit unten, oder? Mhm. So Sachen können davon pröbeln, machen, tun. Wir haben wenig Schnittstellen, wo wir fragen, dürfen wir oder dürfen wir nicht, sondern wir machen mal einfach. Mhm. Und dadurch, dass wir im Führungsgremium relativ klein und kompakt sind, oder, können wir dort auch etwas einführen und sagen, okay,
machen wir etwas anderes. Und wenn es bei uns funktioniert, dann können wir es auch runtergeben. Ich glaube, das ist eine Erfahrung, die wir zusammen haben müssen machen. Oder das Weitergeben bis zur nächsten Stufe funktioniert relativ einfach noch. Aber nachher die Leute zu motivieren, dass sie es noch weiter runtergeben, bis zum Untersten in der Mannschaft, das ist ja die Challenge der Geschichte. Oder? Genau, haben die Challenge auch, wenn wir anschauen. Oder? Weil, also du bist für mich ein Modellathlet, Top-Down-Konzept. Oder? Das heisst, zuerst vorleben, also zuerst selber probieren, vorleben, weitergeben. Selber probieren, vorleben, weitergehen und so weiter. Jetzt erzähl mal schnell, was ist dein Erfolgsrezept, um nur schon deine Direct-Reports dazu zu motivieren, neue Sachen zu machen? Zum Beispiel OneNote haben wir noch intensiv eingeführt und heute stehst du, finde ich, als Unternehmer da, der extreme Durchdringung hat und dort recht produktiv ist in diesem Zusammenhang. Ja, einfach auch nicht gross fragen. Also, ja, man muss mal irgendwo hingehen und sagen, einführen, machen. Ja. Aha. Dann Feedbacks abholen, Verbesserungen abholen. Aber irgendwie nicht der Zweifel aufkommen, nur weil jetzt reklamieren, das über den Haufen zu rühren. Oder? Mhm. Ja, halt auch gewisse Regeln aufstellen und sagen, was macht Sinn, was macht nicht Sinn im Umgang. Ja. Und dann halt das einfach vorleben. Mhm. Also ich meine, ich habe manchmal wieder einen Papierblock in den Fingern gehabt und habe mir gesagt, nein, darfst du nicht. Obwohl es vielleicht im Moment gerade einfacher gewesen wäre. Ja. Aber das einfach das Vorleben, das ist das A und so. Oder? Ja. Und was machst du mit denen, die einfach widerspenstig sind? Sicher auch, die einfach widerspenstig sind. Was sind da deine absoluten Top Insider-Tricks? Ja, ist ein bisschen arrogant, oder? Du musst einfach sagen, okay, dann bist du halt nicht dabei. Ich nehme keine Rücksicht auf sie, oder? Man kann also immer sagen, gerade jetzt zum Beispiel zu Zeiten von halt Teams, oder, wo man digitale oder Videotelefonie machen müsste, oder? Mhm. Ich meine, da hat es der, wo das Gefühl hat, sie wollen nicht. Ja gut, dann kommen die Infos nicht über. Ich zwinge ihn kennen, an diesen Gesprächen dabei zu sein. Mhm. Aber sie müssen dann nicht kommen und sagen, du kannst mir die Infos geben. Mhm. Konsequent. Man muss einfach konsequent bleiben, ja. Oder? Ja. Ja. Aber vielleicht auch nicht, man darf nicht das versuchen durchzudrücken. Mhm. Also es ist halt einfach ein subtiles Ignorieren quasi, oder? Und sagen, okay, wir arbeiten so weiter und wenn du willst, dann mach. Aber wir supporten dich nicht. Mhm. Der Gumpel, dann kommt der... Wenn du die kritische Menge hast, sind wir sicher. Oder? Genau. Ja. Aber das machst du sehr gut. Ich habe das Gefühl, das Top-Down-Konzept lebst du gut. Und dann hast du aber auch die Regeln, die du mitgibst und sagst, wir bei der Planning-Gruppe macht es so. Oder? Und dann die zwei Elemente, habe ich das Gefühl, sind einfach sehr, sehr wichtige Framework, dass überhaupt eine Chance ist, dass bis aber mitgelebt wird. Oder? Ja, ich glaube, das ist essentiell. Ja. Ja. Vor allem über alle drei Firmen, über alle Standorte, dass es du überall implementierst. Oder? Ja, genau, das ist auch eine Herausforderung. Und drei Firmen, drei Standorte, sind auch andere Geschäfte. Es wird anders gearbeitet, beziehungsweise andere Inhalte. Ja, es sind andere Typen von Menschen, es ist ein anderer Inhalt, es ist ein anderes Marktgebiet, andere Tätigkeiten. Mhm. Aber gerade das macht es spannend, mit solchen Tools zu arbeiten. Das Tool ist ja ein Ding. Das kann ich nicht ändern und anpassen auf die Bedürfnisse, sondern wir haben das Tool mit allen Vor- und Nachteilen und dort musst du dich arrangieren. Ja. Und das ist eigentlich wieder die Einfachheit in diesem Programm. Ich bin einer, der sagt, ja, nicht zu viele Funktionen. Mhm. Dann kannst du Standard behalten. Je mehr Flexibilität das so Programm bringen, umso komplexer wird es oder schwieriger wird es, so etwas in die Firmen zu bringen. Oder? Absolut, genau. Komm, wir gehen ein bisschen von vorne durch. Ich habe mir das schon schön aufgeschrieben. Ich mag mich noch erinnern, du warst einer der ersten, der auf die Plattform SharePoint gesetzt hat. Das war noch die erste Version. Heute sind wir im Redesign 2 da. Wir haben Teams oben drauf gebracht. Und so. Erzähl mal, wie war das am Anfang, so ein Wechsel? Du warst einer der ersten Firmen, der wirklich konsequent auf SharePoint gewechselt hat. Oder? Obwohl du in einem Gewerbe bist, zumindest in einer Unit, wo planlastig ist, also wo am Schluss auch Planhandling hat und größere Datenmengen umeinander treibt. Oder? Ja gut, also ich glaube, die erste SharePoint-Version, die ist ja vom Handling her nicht so wahnsinnig eine grosse Differenz gewesen. Man hat zwar die Oberfläche gehabt, man konnte von überall zu, also über das Internet sich einloggen und darauf zugreifen, aber jeder Mitarbeiter hat eigentlich einen User. Er hat noch seinen Explorer gehabt. Die Daten sind dort abrufbar gewesen, die sind im Hintergrund synchronisiert worden. Und ich sage jetzt mal, der Rechner ist ja dazu mal noch bei euch im Keller oder im Rechenzentrum gestanden. Oder? Ich glaube, das war nicht der grosse Schritt. Aber es war natürlich komfortabel, gewesen, ohne irgendeine VPN-Verbindung oder irgendetwas irgendwo in Spanien ins Internet-Café einloggen und man kann auf die Daten zugreifen. Mobilität, oder? Das ist der Kernpunkt. Das ist eigentlich der Ursprung gewesen, oder? Das ist wirklich der grosse Nutzen gewesen. Mhm. Und ja nicht nur auf die SharePoint-Daten. Also wir haben dann auch das Citrix implementiert, wir haben die Outlook, die OWA-Zugänge drauf gehabt, oder? Mhm. Dass eigentlich jeder wirklich von überall her darauf zu, oder? Genau.
Und das hat natürlich nur einen Teil der Mitarbeiter wirklich genutzt, dann und dazumal. Mhm. Mhm. Und dann kommt die nächste Stufe, oder? Sind wir auf SharePoint Online gegangen? Ja, das war natürlich schon ein rechter Break gewesen, oder? Also wir haben ja zum Glück haben die uns Druck aufgesetzt, oder wir haben das Geld gehabt, um es zu machen, oder Zeit und Lust. Ja. Nein, wir haben ja dann einfach gemerkt, es ist jetzt Zeit nach. Ja. Ja. Wir müssen wechseln, mhm. Die Server werden abgelöst, wir mussten Lizenzfragen müssen lösen. Und dann sind wir das eingestiegen, oder? Und am Anfang musste ich wirklich sagen, er rührt den Scheiß wieder fort. Oder? Und eigentlich habe ich es wirklich nur gemacht am Schluss des Tages, weil ich gesagt habe, die Daten gehen ins Rechenzentrum von Microsoft. Ja. Ja. Irgendwo ein Player, ein Anbieter und die Sicherheit kann nicht grösser sein als dort. Ja. Und ja, wir sagen, von der Sicherheit her und vom Handling her, das funktioniert heute. Es ist noch ein bisschen umständlich bei gewissen Sachen. Ich bin auch nicht überall glücklich im Ganzen. Aber ich ja, denke, da können wir noch darauf zurück. Mhm. Oder vor allem gewisse Workflows sind heute ineffizienter als vorher. Mhm. Einfach durch den Aufbau von der Technologie hinten dran. Und ja, dort hat sicher noch ein Potenzial. Aber es gibt natürlich andere Sachen, die viel einfacher sind. Mhm. Also eben, wir arbeiten heute auf dem SharePoint. Wir haben all die Microsoft 365 Applikationen, die direkt eingebunden sind. Mhm. Also das sind schon grosse Vorteile. Grosse Vorteile, ja. Ja, gesehen.